Die Winterpause ist vorbei und nach bereits Freitagabends unter Flutlicht geht es für den OFC in die Rückrunde. In der Vorbereitung wurde sich intensiv auf die restlichen 15 Spiele vorbereitet, an deren Ende bestmöglich der Drittliga-Aufstieg steht. Dafür wurde auch nochmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Mit Philipp Hosnier wurde ein erfahrener Angreifer geholt, der Champions-League-Erfahrung mitbringt und auch für den ersten FC Köln in der Bundesliga aktiv war. Während Hosnier dann auch direkt in der Startelf steht, verzichtet Streto Ristić auf den zweiten Neuzugang Paul Milde, der vom TSV Steinbach gekommen ist, erstmal in der Anfangsformation. Der Gegner heute ist Rot-Weiß Koblenz, ein unangenehmer Gegner, der aggressiv spielt und auch etwas aus Offenbach mitnehmen möchte. Ihr Torhüter Babacar Gaye stand vor kurzem erst noch mit Gambia im Viertelfinale des Afrika-Cups. Eine Überraschung gibt es außerdem noch in der Kickers Startelf. Rafael Garcia fällt kurzfristig aufgrund eines positiven Corona-Tests aus. Dafür beginnt Florent Bojai. Rafael Garcias Ausfall sollte dann aber nicht die einzige schlechte Nachricht für die Kickers sein. Es läuft erst die zweite Minute, als Mike Vetter hier zu Boden geht. Ohne Fremdeinwirkung hat er sich dabei an den Adduktoren verletzt. Scheinbar hier, als er versucht, mit einem langen Schritt an den Ball zu kommen. Für ihn geht es jedenfalls nicht mehr weiter. Dafür kommt Paul Milde in die Partie und darf nun sein Pflichtspieldebüt doch schneller als wohl erwartet feiern. Wir springen dann direkt in die 18. Minute. Gegen leidenschaftlich verteidigende Gäste hat der OFC bis dato Probleme, sich klare Torgelegenheiten zu erspielen. Doch nach einem Doppelpass mit Hosnier kommt Hüseyin Basic in den 16er und kann schießen. Boubacar Gaye ist aber da und kann den Ball halten. Nur eine Minute später sollte es dann erneut über Denis Hüseyin Basic gehen. Auf den rechten Flügel hat er den Raum und kommt zum Flanken. Maurice Buckesfeld lenkt den Ball Richtung eigenes Tor ab. Sein Keeper hat aber aufgepasst und lässt sich nicht überraschen. Weiter mit einem Freistoß für die Kickers. Das übernimmt ihr Taktgeber Tunay Deniz. Bojai mit dem Kopf und hinten ist es dann Dejan Bosic, der an die Kugel kommt. Diese aus spitzem Winkel allerdings nicht im Kasten der Gäste unterbekommt. Schade, die Chance war echt nicht schlecht. Das Spiel selbst ist dann ein wenig zerfahren. Es gibt die ein oder andere Nicklichkeit im Spiel. Auch hier reklamieren die Kickers ein Handspiel der Koblenzer. Beim Pass in die Spitze steht Crosthwaite, dann allerdings im Abseits. So zählt sein Treffer natürlich nicht. Wir sind dann schon in den Schlussminuten der ersten Halbzeit. Der OFC versucht es nochmal. Es geht über ihre linke Seite und Ronny Marcos. Der bringt den Ball herein. Hosnier lässt durch Bosic. Fast doch noch der Führungstreffer vor der Pause. Boubacar Gaye mit einer richtig starken Parade. Und das schauen wir uns nochmal in der Slow-Mo an. Ein wenig zu zentral ist da der Abschluss von Dejan Bosic gekommen. So bleibt es erstmal torlos zum Seitenwechsel. Also direkt weiter mit dem zweiten Durchgang. Und dieser braucht keinen langen Anlauf. Es läuft erst die 47. Spielminute. Dejan Bosic, der heute auf der linken Seite agiert, mit der Flanke vor dem Tor. Dann kommt aber Serkan Firar zum Kopfball, bringt das Leder aber hier nicht richtig im Kasten unter. Da rauft sich Firar die Haare. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nach einem Eckstoß von Tunay Deniz ist es letztlich Philipp Hosnier. Ein Verteidiger kann die Situation dann aber bereinigen. Die Gäste aus Koblenz versuchen aber auch vereinzelt offensive Nadelstiche zu setzen und machten das gar nicht mal so schlecht. Der Abschluss kommt dann aber nicht auf das Tor. Ansonsten sind die Kickers aber das Team, das hier um das Spiel bemüht ist und auch die deutlich größeren Spielanteile hat. Tunay Deniz mit dem Ball in die Spitze. Hosnier kann sich nicht durchtanken, doch so kommt Bosic zum Schuss, verzieht hier aber am Tor vorbei. Es geht aber weiter Richtung Tor der Koblenzer. Serkan Firar jetzt mit der Hacke auf Paul Milde. Der flankt aus vollem Lauf und findet Bosic. Geil! Mit Problemen. Hosnier ist da, bekommt das Ding aber nicht im Tor unter. Da hat dann der Koblenzer Torhüter seinen Fehler wieder gut gemacht und gegen Philipp Hosnier stark gerettet.
Der OFC bleibt aber weiter dran. Wieder geht es über rechts und den neuen Mann Paul Milde. Dessen Hereingabe landet erst bei Hosnia, danach bei Busic. Doch der hat heute bislang kein Glück mit seinen Torabschlüssen. Bei allem Offensivdrang der Kickers darf die Defensive nicht vernachlässigt werden. Denn urplötzlich geht es hier nämlich in die andere Richtung. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld geht es schnell. Henry Crothwaite steckt auf Jakob Lemmer durch. Der scheitert aber an einem klasse reagierenden Stefan Flauder im Tor der Kickers. Da war aber die Offenbacher Leihgabe Jakob Lemmer plötzlich sehr frei vor dem Tor aufgetaucht. Die Kickers schnüren den Gast aus Offenbach danach hinten ein, aber kommen dabei zu keinen echten zeigenswerten Chancen. Und so sollte es nach diesem neuerlichen Ballverlust wieder schnell in Richtung Kickers-Tor gehen. Koblenz schafft es, echt schnell umzuschalten und die Kickers stehen sehr offen. Quentin Fuli auf Nils Fischer und der behält die Ruhe und macht das Tor. Rot-Weiß Koblenz geht hier in Führung und das ist wirklich bitter für den OFC. Haben sie doch viel in das Spiel investiert. Der Ex-Alzenauer Nils Fischer hat hier Flauder keine Chance gelassen. Da Fischer im Anschluss an sein Tor die Fans auf der Waldemar-Kleintribüne unsportlich provozierte, sieht der Koblenzer noch die gelbe Karte durch Schiedsrichter Mika Forster. Offenbach reagiert danach noch einmal mit wütenden Angriffen. Hier hat Dunay Deniz die Chance per Freistoß. Sein Versuch ist aber zu harmlos, um den Torhüter zu überwinden. Wir sind dann auch schon in der Schlussminute. Verzweifelt wollen die Kickers doch noch die Lücke im Koblenzer Abwehrbollwerk finden, um doch noch einen Punkt zu Hause zu behalten. Aber immer wieder ist hier kein Durchkommen. Als dann dieser Schuss des eingewechselten Davut Tuma das Tor verfehlt, wird das Spiel letztendlich abgepfiffen. Und damit bleibt es beim knappen Sieg der Gäste aus Koblenz. Wir haben noch Neuzugang Philipp Hosnia im Interview. Ja, ich denke, wir haben über 90 Minuten alles probiert, haben alles reingeschmissen, haben unzählige gute Torchancen gehabt, zwei, drei sehr, sehr gute. Und ja, der Matchplan von Koblenz ist aufgegangen, sie wollten die Null halten, irgendwie vorne ein Tor machen und es ist ihnen leider geglückt. Aber ich denke, wir können uns vom Einsatz, von der Leidenschaft her nichts vorwerfen, wir haben bis zum Ende alles probiert. Und ja, leider wollte der Ball heute einfach nicht rein und wir müssen einfach die Lehren daraus ziehen. Und das nächste Woche besser machen. Aber wir wussten ja, dass uns genau das erwartet, wenn wir vorne die Bälle verlieren, dass Koblenz sehr, sehr schnell umschaltet und schnelle Spieler vorne hat. Hätten es besser verteidigen müssen natürlich, alle zusammen. Aber wie gesagt, solche Ballverluste passieren einfach mal, vor allem auch auf dem Untergrund um die Jahreszeit. Aber ja, ich denke, wir hätten einfach vorne das ein oder andere Tor machen müssen. Ja, meine Leistung. Ich hätte gern ein Tor gemacht und der Mannschaft geholfen oder eins vorbereitet. Ich denke, erste Halbzeit war ich nicht so im Spiel drin. War ziemlich zerfahren. Haben das in der Halbzeit, denke ich, gut analysiert. Und zweite Halbzeit war ich persönlich, denke ich, auch besser im Spiel drin. Und ja, muss halt einfach irgendein Ball rein. Ich hatte auch ein paar Kopfbälle, ein paar Schüsse, wo ein Bein dazwischen war, wo nochmal abgeblockt wird. Und ja, wie gesagt, tut mir leid natürlich für die Mannschaft. Hätte natürlich gerne einen besseren Einstand gehabt. Der Auftakt nach dem Winter ist also verloren gegangen. Aber noch bleiben 14 Spiele, um den Traum vom Aufstieg zu realisieren. Weiter geht es kommende Woche mit einem Spiel bei der zweiten Hoffenheimer Mannschaft.